Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von uns zwei der Tier-Challenge. Im letzten Part haben wir ziemlich direkt am Anfang unseren neuen Nachwuchs bekommen. Hier unsere zwei Süßen. Einmal Cindy und einmal Felix. Noch ganz schwarz und man weiß noch nicht, was draus wird. Ganz goldig jedenfalls. Ja, und wie man sieht, wir haben auch ein Date gemacht daheim. Wir konnten ja nicht weg, ne? Ich meine, wir haben gerade Nachwuchs gekriegt und so, da geht man nicht weg und lässt sie alleine. Fanny hat sich direkt liebevoll wieder um ihre Kleinen gekümmert und an den anderen geht es soweit gut, außer uns selbst. Deswegen liegen wir gerade im Bett und sollten schlafen. Und das machen wir jetzt auch mal, indem wir ein bisschen rumspulen und beobachten, was hier dann so an Trubel abgeht. Ja, das war wirklich nicht schlecht. Er fand's großartig, okay. Von mir aus. Irgendwie. Huh, was ist denn jetzt kaputt? Halt, stopp, stopp, stopp. Was hast du gemacht? Er ist jetzt runter, um die Blume da hinzustellen, anstatt zu schlafen. Ey, du bist doch auch bekloppt, Junge. Was machst du? Dann geh ich mal auf sie. Sie müsste ja am Schlafen sein. Ich denke eben, was läuft denn da unten rum? Ach, ja, gibt nur ein kleines Blümchen, weil halt das Date nicht so super war. Irgendwie hatte Marie nur noch blöde Wünsche und ich weiß auch nicht. Aber hier wird toll rumgewuselt. Bisschen bald mal ausgeschlafen. Ja, so ein halber Schlaftag reicht eigentlich auch. Komm, noch ein bisschen. So, das reicht. Und aufstehen. Zack. Du hast nämlich da oben was zu tun. Hier ist nämlich was kaputt gegangen. Also bitte mal umziehen, Alltagskleidung. Dann gehst du bitte. Bei ihr ist sogar schon die Laune wieder runtergekracht. Ey, das gibt's doch nicht. Okay, und dann musst du hier aber mal reinigen. Und säubern. Moment, ich gebe lieber dreimal reinigen ein, sonst macht sie das nämlich nicht. Wir kennen das ja, ne? So, und er ist auch wieder fit. Sehr gut. Du kommst mal runter. Moment, Moment, Moment. Erst mal gucken, was hier so abgeht. Hast du gerade da draußen hingemacht? Strolch, kann ich dich dafür loben? Ja, prima, dann machen wir das als erstes. So, und du brauchst keine Dinger machen. Du säuberst hier mal und gehst duschen. Dann müssen wir kontrollieren, dass wir was zu essen haben und die Toiletten sauber machen. Oh Gott, ja. Hier ist ja echt nichts mehr an seinem Platz. Ich gucke aber mal, dass sie gleich die Toilette hier richtig macht. Oh Mädel, beeil dich mal. Was hast denn jetzt? Willst du wieder ein Date? Ja, nee, also so schnell nicht mehr. Vergiss es. Das war ja nun wirklich... Sie war irgendwie ein bisschen müde. Also ich dachte, das geht doch dick genug, ne? Aber nö, nö. Irgendwie wollte sie nur noch ins Bett, obwohl sie gerade ein Date angefangen hat. Also ich weiß ja auch nicht. Marie weiß nicht, was sie eigentlich will. So, mach mal. Und mach's richtig, Mädchen. Ich sag dir das. So, er ist am Duschen. Ah, säubern, duschen. So, alle liegen in ihren Körbchen. Es wird viel geschlafen. Okay, soll mir recht sein. Ist auch in der Hütte wieder eine drin. Wer ist diesmal drin? Felix. Okay, es wurde getauscht. Juhu, hat es schon geschafft? Da oben? Na, noch nicht ganz. Aber sie macht es scheinbar diesmal richtig. Also, und hört nicht wieder mittendrin auf. Das ist gut. Dann mach mal weiter. Und du bist immer noch am Duschen. Okay, wenn du fertig bist, bitte säubern und Näpfe füllen. Ganz wichtig. Wir haben ein paar Tiere hier. Die wollen nicht verhungern. Ne? Oh Gott, alles leer. Alles ist leer. Nee. Nee. Und napfeln. So, dann kann ich mal gucken, was oben abgeht. Ist der fertig? Okay, säubern und dann bitte benutzen. Sehr schön. Und dann kannst du vielleicht auch gerade schnell duschen kommen. Damit ihr wieder fit seid. Ja, ist gut. Hat da alles ganz toll gemacht. So, haben wir dich jetzt gelobt für... hab ich da was verpasst? Loben für Verspieltheit mit anderen. Loben für Verspieltheit mit anderen. Ach, bis du da hinkommst zum Loben, das ist eh zu spät. Ja, gut. Okay, dann mach erst mal das. Ach, ehrlich. So, einmal und zweimal.
Ich glaube auch, das Katzenklo ist Der gerade ein bisschen Mumsier. wichtiger. Oh, sind ja beide dreckig. Hilfe, ja. Großes Dann Elegant. säuberst du mal hier und säuberst mal da. Und sie Ja? kann dann die anderen Oh. zwei Näpfe auffüllen. Bist du fertig? Gut. Warte, komm. Runter. Nee, 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 nee. Nix Fernsehgucken. Säubern. Napfüllen. Säubern. Und napfüllen. Oh Gott. Oh, Susi, schubst du da ihren Napf durch die Gegend? Ja, ich mach schon. Keine Bange. Ihr kriegt alle was zu essen. Bin schon dabei, Fanny. Kein Problem. Sorry, sorry, das lief ein bisschen. Ja, ne? Komm, mach mal da was rein, dass Fanny was essen kann. Sie hat Hunger. Guck mal, Fanny, hier ist was. So, und den nächsten Napf. Okay. Und du machst die Dinger sauber, genau. So ist richtig. Oh, da ist eins unterwegs zum Klo. Ja, schön. Haben wir doch gleich was zum Loben. Wer ist denn das? Felix. Ja, ganz toll, Felix. Ja, nehmen wir gleich mal loben für. Tierklo benutzen. Baba. Er brummt mir so ins Ohr. Warte mal. Und. Ich häng hier. Du kannst auch mal hier. Liebhaben? Weiß ich nicht. Da, Fanny loben für Tierfutter fressen. So, hier, mach mal. Ah, irgendwie hänge ich echt. Puh, es ist so warm. Früher Morgen. Und ja, wer ist da am Futtern? Ah, Gizmo. Auch mal loben für Tierfutter fressen. Hattest du jetzt die kleine Katze gelobt? Ja, sehr schön machst du das. Tierklo benutzen ist sehr, sehr wichtig. Da haben wir nämlich Nummer 1 und dann lobst du hier Nummer 2. Natürlich auch. Ja, das machen die ganz toll. Und dann kannst du Susi loben, weil sie keine Möbel zerstört. Wenn sie denn... Oder warte mal. Na, lob. Loben für Tierklo benutzen. Und Marie, ja, du kannst dir da was holen, aber das ist mir jetzt mal egal. Du tust mal hier loben für. Das ist jetzt mal wichtiger. Hör auf. Ah Gott, jetzt tut sie gerade so, als wäre sie schwanger, so ungefähr, und stopft sich alles, was im Kühlschrank ist, in den Mund. Hey, das muss nicht sein. Du kannst dir gleich was nehmen. Jetzt lob doch erstmal das Tier. Das ist viel wichtiger. Hallo. Oh nee, ehrlich. Ihr macht schon wieder gar nicht, was ihr sollt. Das ist so blöd. Jetzt kann sie nur noch lieb haben. Mischa, was funkst du mir jetzt dazwischen? Kannst du Lopa? Nee, auch nicht. Einfach nur Bauchkraul. Komm, lass die Frau in Ruhe. Die muss nicht angehüpft werden. Die soll was essen und gut ist. Aber dafür holst du mal die Reste raus. Also ehrlich. Lass ihn fallen. Lass ihn sofort fallen. Nein, lass ihn nicht fallen. Ich bin ja nicht gemein. So, und jetzt macht ihr bitte mal, was ihr machen sollt. Ist ja fürchterlich hier. Gibt's doch nicht. So, dann hat jetzt Micha die Lobeaufgabe. So, wer hat eben gefuttert? Hier, du. Loben für Tierfutter fressen. So. Das Blöde ist halt, dass sie das immer wieder abbrechen. Man kann denen das leider nicht sagen. Lob den, lob den, lob den. Dann macht er nämlich nichts mehr. So. Cindy ist auch gerade dabei. Die müssen das ja lernen, ne? Die letzten kleinen Tiere haben wir ja nicht so gut erziehen können. Ich weiß auch nicht. Ich versuche zwar immer so viel wie möglich mit Loben und Ausschimpfen hinzukriegen, aber ja. Und je mehr sie lernen, desto mehr sind sie natürlich dann auch wert. Juhu, Fahrgemeinschaft für Gizmo fährt gleich. Ja, lobst du jetzt das kleine Wesen da mal? Oder waren zu viele im Weg, ne? Ja. Hallo? Hier. So, genau. Wer ist denn das überhaupt? Cindy. Ja, gut. Und wenn du das jetzt so schön gelobt hast, alles, dann kannst du hier auch nochmal loben. Genau, wir sind gerade dabei. Und dann kannst du dir einen Teller nehmen. Hab ich nichts dagegen. So, was machst du? Spülst du ab? Ihr geht's doch jetzt hoffentlich gut. Ja, dann könntest du mal Müll rausbringen. Gott, hier muss auch wieder aufgewischt werden. So, Madame, mach mal bitte. Bringen wir Müll raus, tu das mal recyceln, schau dir mal die Pfützen hier an
und dann dein Blümchen. Das darfst du dir auch noch schnell angucken. Und dann geht's wieder rein. Ich sag's dir. Und ich guck mal, was die Tiere gerade so machen. Was machen die? Strolch geht, sucht sich ein Körbchen, ist keins mehr frei. Hier liegt einer drin, Felix. Und da hinten die Großen. Und wo ist jetzt, sind die wieder hin? Keine Ahnung. Irgendwer muss auf Arbeit. Und Cindy ist wahrscheinlich im Körbchen. Nee, auch nicht. Wo ist Cindy? Da läuft sie, glaube ich. Ja. Gut. Hatte ich nur übersehen. Und Abmarsch. Auf die Arbeit. Gott, der Tag ist schon wieder rum. Ich glaube das nicht, eh, Leute. Ich glaube das echt bald nicht mehr. Jo, was denn jetzt? Marie, achso, romantisch war die Zeit mit dir inmitten dieser Blütenpracht. Und wenn ich an dich denk, mein Schatz, mein Herz ein Sprünglein macht. Micha, jawohl. Nee, du liest jetzt nix hier, also ehrlich. Was will denn Fanny von ihr? Angesprungen werden, ja, das glaube ich. Fanny, hör auf, mich anzuspringen. Aber du musst dringend anrufen. Sim, wir müssen mitteilen, dass wir Nachwuchs bekommen haben. So, und Micha, halt, nein. Stopp, langsam, zu viel Gewusel. So, was machen wir? Jo, nee, loben fürs Jaulen bestimmt nicht. Aber wir können ja mal liebhaben, mal kurz Fingerwackeln spielen, so. Und nicht üben. So, auf geht's. Hopp, hopp. Was hat er eigentlich für Wünsche? Habe ich gar nicht geguckt. Du rufst als nächstes die hier an. Genau. Weil ich glaube, die wollten bestimmt gerne Katzen haben. Mhm. Mhm. Ja. Was wolltest du eigentlich mit Fanny Pfötchen geben schon wieder? Okay. Ja. Kann ich ja noch machen. Ist kein Thema. Dann bitte noch mal einmal Pfötchen geben. Nee, nicht fressen gehen. Ach Gott. Was mache ich für ein Quatsch? Kommando, Pfötchen geben. So. Dann gehst du Strolch loben. Für Möbel nicht zerkauen. Und da die beiden müssen dringend gelobt werden, weil sie so schön verspielt sind. Loben für Verspieltheit mit anderen. Loben für Verspieltheit mit anderen. Ich hoffe, er vergisst es nicht wieder unterwegs. Ja, sehr gut. So. Und da du noch einen dazwischen hast, können wir hier auch schon mal loben für. Das muss doppelt, dreifach gelobt werden hier. Oh Gott, ich komme nicht mehr hinterher. Haben die jetzt eigentlich schon wieder alles aufgefuttert? Okay. Ach so, ja, die Blume. Warte mal kurz. Will ich die hier hinstellen? Sieht eigentlich hübsch aus da. Oder wollen wir die mit nach oben nehmen? Hier haben wir... Ah ja, guck mal, da. Auf den Schreibtisch. Da passt das super hin. Wo bist du? Ja. Gut, so lobt jeder einen auch gut. Und da hinten ist Strolch. Loben für Tierfutter fressen. So. Halt, ich roll weg. Ja, genau. Knuddel die mal. So ist fein. Strolch rennt schon wieder weg. Und bleibt aber da. Oh, wie süß. Ja. Das ist so goldig hier. Ihr zwei seid so süß. Hä? Felix? Aber nur lieb. Okay, dann den Felix auch nochmal und spielen mit. So, ich wollte mal was anderes gucken. Wie geht's unseren Tieren denn? Fanny geht's gut. Fanny musste aber auch nichts mehr lernen. Die hatte das Kommando gelernt. Genau, und die muss am Montag wieder arbeiten. Gizmus eh nicht da. Wie geht's Strolch? Oh, der müsste mal raus und gebadet werden. Braucht auch kein Kommando mehr, ist klar. Und hier haben wir auch gerade, also Kommandos müssen wir gerade gar keine lernen. Wie geht's der Susi? Das gleiche Problem wie mich, wie Strolch. Ja. Genau. Jo, dann mach mal. Was wolltest du mit Strolch? Leckerchen geben? Nee, nee. Liebhaben, streicheln und mal spazieren führen. Das kannst du mal wieder mit ihm.
So, und in der Zeit könnten wir mal Susi waschen. Nö? So, Tierverpflegung hoch 10. Anstrengend. So, Susi, nicht hinlegen. Komm gerade mal her. Wir haben gerade zwischendurch ein bisschen Zeit, da kann ich dich waschen. Susi, komm, put, put, put. Beifuß. Ab in die Wanne. Susi denkt, nee, lass mich doch in Ruhe. Ich will jetzt aber nicht. Ja, aber du musst. Hilft ja alles nix. Ne? Morgen ist leider wieder Arbeitstag für dich. Das heißt, du musst auch wieder ordentlich sein. Ne? Oh Gott, ja. Dann waschen wir sie wieder schön, genau. Und derzeit gucken wir, was die zwei so machen. Ah, Fanny sitzt auf Toilette, sehr schön. Ach, ist das niedlich. Ich finde die Kleine immer so niedlich. Ja. So. Und wasch, wasch, wasch. Putz, putz, putz. Und loben für Benehmen in Wanne. Loben für Verspieltheit mit anderen. Loben für Verspieltheit mit anderen. Zack. Ja, sehr schön. Gut macht ihr das. Ganz, ganz toll. Und Fanny wird auch mal wieder gelobt. Für Möbel nicht zerkratzen. Genau. Nee, 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 so nicht. Also erstmal hier noch und dann da. So. Eins nach dem anderen. Ah, und die beiden sind auch wieder da. Halt, stopp, 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 stopp. So, du jetzt bitte waschen, Strolch. So. Komm, Strolch, jetzt waren wir Gassi, jetzt kannst du auch direkt gebadet werden, dann bist du schon mal blitzeblank. Und dann darfst du schlafen, hab ich nichts dagegen. So, Abmarsch. Und du hast jetzt beide gelobt, hoffe ich mal. Nein, kein Radio anmachen, nein, um Gottes Willen. Oh, mach das Ding wieder aus. Hallo, die Tiere, die möchten vielleicht auch noch schlafen. Warte mal kurz. Ist hier noch was drin? Ich sehe immer nichts. Ja, sieht noch gut aus. Oh, und da ist eins am Fressen. Gleich mal dafür loben. Ja, das machst du prima, Felix. Mach ruhig weiter, wenn ich dich gelobt habe. Marie, komm, mach doch auch mal. Die brauchen 5 Jahre Verzögerung, bis sie das tun, was sie sollen. Ja, so ist das. Oh, und sie putzt sich. Alles zum Loben. Heute wird ohne Ende gelobt, gelobt, gelobt. Das ist die Belobigungsfolge. Oh Gott. Nein, aber das muss ja auch sein. Ich meine, ne? Das geht nicht anders. So, bitte hier auch direkt loben für Benehmen in Wanne. Und dann kannst du aufwischen. Aufwischen. So. Und ich glaube, Susi war gerade draußen und hat ihr Geschäft verrichtet. Ja. Auch direkt mal loben. Zack. Ja, dann sind wir heute mit dem Loben ohne Ende dabei. Echt. Das ist wirklich ein Lobepart. Aber es ist ja wichtig. Ich meine, nur so lernen sie es. Ne? Man kann sie natürlich auch ausschimpfen und alles. Aber wir wollen das ja auf die gute Weise machen. Ne? Und je mehr die lernen, desto besser ist es. Auch gerade bei den Kleinen. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich bis jetzt jeden Kleinen gerade mal vielleicht eine Sache habe beibringen können. Das ist schon irgendwie schade. So, was machst du? Okay, du gehst auf Toilette. Ich dachte eben schon. Was hast du jetzt wieder im Sinn? Und können wir noch irgendwas mit dir machen? Ja, mal spielen mit, komm. Dann spiel noch mal damit. Und dann können wir hier noch mal gucken. Du hast Tierfutter gefressen. Ja, und dann haben wir dich auch noch mal lieb. Und dann müssen wir auch schon langsam wieder ins Bettchen hier. Wahnsinn. Und knuddeln. Zack. Und du? Ah, das hat er scheinbar schon gelernt. Warum kannst du nicht oder kannst nur du gerade nicht, weil du duschst? Ah nee, das muss Susi schon gelernt haben. Sehr fein. Okay, das heißt, ja, die Mama auch noch mal loben.
ganz klar. Und Gizmo kommt wieder nach Hause. Ach, du badest. Ich dachte, du duschst. Oh Gott. Oh ja, und dann muss hier aber dringend mal geputzt werden. Ach nee, da schläft gerade jemand. Das ist so ungünstig. So, warte mal. Hunger hättest du noch, ne? Sind denn jetzt noch alle Sachen gefüllt? Nee, hier ist was zum Auffüllen. Aha, habe ich mir doch gedacht. So wie die im Moment am Futtern sind, wundert mich das ehrlich gesagt nicht. Dann füllst du das mal auf, schnappst dir noch einen Rest und dann gucken wir, dass wir alle ins Bett bringen. Ja, und da ist Micha auch wieder wach. Wach. Aus der Wanne raus. Jo, gleich mal weitermachen hier mit der Loberunde. Ha, blöd, dass da jetzt jemand schläft, wo es so stinkt. Du Rosis Elegant. Ah, gut, okay. Halt, 43, Hilfe. Meine Zeit ist schon wieder um. Das geht so schnell, Leute. Das geht echt so wahnsinnig schnell. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran, dass wir hier die ganze Zeit Tiere gelobt haben. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.